Willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. Für das NES. Es gibt auch die 16-Bit-Version, aber wir spielen diesmal die 8-Bit-Version. Allerdings werde ich die Warps benutzen, also ich werde die Welten skippen, da diese Version, keine Ahnung warum, für mich irgendwie schwerer ist als die 16-Bit-Version. Ich werde beide Versionen Let's Playen, aber wann dann die 16-Bit-Version kommt, weiß ich noch nicht. Aber bei der 16-Bit-Version werde ich dann jedenfalls nicht die Level skippen, damit wir wirklich alles sehen. Die 16-Bit-Version sieht auch viel schöner aus, ist ja auch klar. Und erschien auf dem Super Nintendo mit anderen Teilen. Also Super Mario Bros. 2 und 3, was auch fürs NES erschien, sieht auch noch viel besser aus und auch The Lost Levels. Jedenfalls spielen wir jetzt den ersten Teil. Ich spiele es auf der NES Mini mit dem NES Controller. Ich besitze es auch original, aber es sieht halt kacke aus, wenn ich es von NES capture. Deswegen die NES Mini Version, denn ich wollte trotzdem noch mit dem NES Controller spielen. Damit ich noch das Feeling habe von damals. Und ich werde euch garantieren, ich werde hier sehr auffällen, da ich sehr kacke bin in der 8-Bit Version. In der 16-Bit-Version geht's noch anfangs und dann am Ende könnte es vielleicht auch sein, dass ich ziemlich kacke sein werde. Aber ich habe das Spiel auch jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr gespielt, denn ich habe versucht, so gut wie möglich hier in der 8-Bit-Version zu sein. Ich glaube, es liegt auch daran, weil die 8-Bit-Version irgendwie schwammiger ist von der Steuerung her. Und das ist auch die NTSC-Version, also bei der NES Mini ist es immer die NTSC-Version. Ihr könnt das auch natürlich auf dem Emulator spielen, aber ich spiele es legal auf der NES Mini und da bin ich stolz drauf. Und immer noch, dass ich halt mit dem NES-Controller spielen kann. Ich habe auch den original NES-Controller mit dem neuen verglichen und sind halt wirklich genau gleich, aber die Buttons fühlen sich ein kleines bisschen anders an, aber ansonsten ist es eigentlich genau das gleiche. Und natürlich, dass es sich ein bisschen neuer anfühlt. Das ist auch wunderbar. Jedenfalls Super Mario Bros. Erschien für das NES eben zum Launch 1985 in Japan. Ich glaube 1987 dann in Europa mit der NES. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls in Japan 1985 Release. Also kam im Bundle mit der NES. Und es gab dann auch später noch das Spiel Duck Hunt. Und da hatten sie halt auch eine Cartridge rausgebracht, die Super Mario Bros. Mit Duck Hunt war, so zwei Spiele in einem, was damals ziemlich krass war und heute normal ist. Siehe die Crash Bandicoot Insane Trilogy. Drei bombastische Spiele und wunderschöne Spiele auf einer Disc. Was Activision aber leider bei dem Spyro Remake ein bisschen verkackt hat, ja. Also, wer es nicht weiß, bei der Spyro Trilogy ist nur das erste Spiel auf der Disc und die anderen zwei müssten dann gedownloadet werden. So, nun habt ihr gesehen, es gibt unten eine Röhre und da kommen wir dann zum dritten Level von der ersten Welt. Aber wenn man hier drüber geht und hier weiter nach rechts geht, sieht man hier, man kann die Welten skippen. Hier kommt man zu Welt 2 offensichtlich, hier zu 3 und hier zu 4 und ich gehe sofort zu Welt 4. Denn wie gesagt, in der 16-Bit-Version werde ich dann alle Levels zeigen. Also, was heißt das? Ich weiß nicht mal, gibt es Secret, also so Spezial-Level in der 16-Bit-Version, die man nur betreten kann, wenn man irgendwas Spezielles anrichtet, wie zum Beispiel ein Secret Exit oder so? Ich weiß nicht, aber wenn, dann werde ich mich drüber informieren, gleich. Aber hier zeige ich jetzt nicht alles, ich versuche hier einfach das Spiel chillig, aber so schnell wie es geht durchzuspielen. Es wird auch nicht ein langes Let's Play, es hat sehr wenige Parts bestimmt, ich weiß es noch nicht. Wow. Na gut. So. Wow. Aber dieses Spiel war auch das allererste Jumbled Run Spiel offensichtlicherweise. Ich sage eigentlich nur Dinge, die sehr offensichtlich sind. Aber für diejenigen, die es halt nicht wissen, muss ich es halt trotzdem sagen. Nämlich, dieses Spiel revolutionierte das Gaming-Franchise extrem. Ohne das würde es kein Spyro, kein Crash Bandicoot, kein Sonic und was es sonst noch für Plattformer geben würde, nicht geben. Wie zum Beispiel auch Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie ist ein wundervolles Spiel.
Und dieses wundervolle Spiel würde nicht existieren, wenn das hier nicht existieren würde. Klar, es ist in 3D, aber das hier ist sozusagen der Anfang. Denn ohne das würde es wirklich nichts geben. Denn die NES war noch nicht fähig genug, 3D-Spiele zu spielen. Denn die Programmierung dahinter und so ist einfach komplett anders. Man macht ja hier selbst in Programmen die Sprites, lässt sie animieren. Und das war's eigentlich. Und dann programmiert man auch das alles mit dem Controller, die Bewegung und so. Und bei 3D, wie zum Beispiel Super Mario 64, müssen ja erstmal Polygonen erstellt werden. Man kann das ja nicht einfach so malen, sondern man braucht die Polygonen, damit es abgerundet wird. Gut, so rund sah das bei SM64 nun auch wieder nicht aus. Es war sehr eckig, weil das auch der Anfang, die Anfänge war. Sozusagen, so wie die Super Nintendo das bessere NES ist, also quasi eigentlich das gleiche ist, wie das, was der NES gemacht hat, einfach, dass es grafisch viel hübscher aussieht, war das auch die Nintendo GameCube für die Nintendo 64. Quasi eine schönere Version von der Nintendo 64. Ein besserer Controller und, was eben der Hauptpunkt ist, die Grafik. Denn da waren die Texturen viel schöner und eben auch die Polygone. Da gab es viel mehr Polygone, viel mehr Details bei den Charakteren. Denn je mehr Polygone, desto runder wird etwas und... Hä? Warum flackern die so rum? Ich konnte die gar nicht sehen. Na gut. Okay. Ein Leben. Ist ja wunderbar. Übrigens, bei dem Spiel ist es auch noch so ein großer Unterschied zur 16-Bit-Version. Ich werde auch ganz kurz... ich werde auch etwas tun eben, was ich eigentlich sonst nicht tun werde. In der 16-Bit-Version, weil das nicht nötig ist. Aber hier werde ich das tun. Ansonsten wird das Play ewig lange dauern. Und zwar werde ich hier... Safe Satan. Und zwar wirklich nur, wenn ich knapp am Arsch bin. Wie jetzt, dass ich nur noch ein Leben habe. Denn wenn man ein Leben hat und man verloren hat, ist das Spiel aus. Vorüber. Game over. Also wirklich Game over. Man muss dann von vorn anfangen. Also Welt 1-1. Und bei der 16-Bit-Version ist es halt so, wenn man Game over geht, ist man dann im ersten Level der Welt. Also quasi, wenn man jetzt wie ich hier bei 5-1 ist... Und dann später bei 5-4 ist, sag ich mal. Also im letzten Level der Welt. Also 5-4, die vierte Stage ist immer, das vierte Level, ist immer das letzte der Welt. Das letzte Level der Welt. Es gibt 4 Leveln pro Welten. 8 Welten sind es. Und wenn man eben bei 5-4 stirbt, kommt man dann bei 5-1. Also im ersten Level der Welt. Aber hier beginnt man mit dem Spiel komplett von vorne. Und die meisten werden wahrscheinlich jetzt sagen, dass ich irgendwie ein Weichei wäre oder so. Das bin ich auch. Das gebe ich zu. Bei dem Spiel bin ich wirklich ein Weichei, wenn es darum geht, dass ich eben safe state. Denn damals auf dem NES konnte man das nie. Und ich spiele ja auch des Öfteren die NES-Version und ich habe es noch nie geschafft, das Spiel durchzuspielen in einem Run. Denn damals konnte man eben nicht speichern, was man hier bei der NES Mini aber kann. Was wunderschön ist. Aber das erste Spiel, glaube ich, für das NES, ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, das erste NES-Spiel, wo man speichern konnte, war The Legend of Zelda. Das erste Zelda-Spiel und das erste NES-Spiel, wo man speichern konnte. Wenn ich mich nicht täusche. Könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich hier irgendwas Falsches sage. Ich bin immer offen für Korrekturen. Und wenn ich hier irgendwas Falsches sage, kann ich das dann später nicht korrigieren, wenn ich das noch nicht weiß. YouTube-Editor ist auch schon lange weg und ich kann das auch nicht irgendwie mit Voice-Over drüber packen oder so. Also korrigiert mich ruhig, wenn ich hier irgendwas Falsches sage in den Kommentaren. Das würde mich sehr glücklich machen. Oh, scheiße. So, ich liebe übelst diese Levels, die so sind, also mit diesen Hügeln, Bergen, was auch immer. Und da bin ich gestorben und damit bin ich quasi... doch nicht? Oh, okay, ich dachte, ich wäre schon Game Over gegangen. Dann müsste ich wieder bei 5-1 starten, weil ich ja dort gesaved state hatte. Ich werde es denn hier auch wieder bei der 16-Bit-Version machen, dass ich halt immer beim ersten Level der Welt safe state. So. Was auch sehr auffällig ist bei der NES, war, dass die Farben sehr dunkel sind. Also... Es wirkt nicht so farbenfroh, sondern eher
dunkel, wenn ihr wisst, was ich meine. So, wenn man die SNES-Version dann vergleicht, ist halt viel bunter und wunderschön. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel geworden. Darum bin ich auch froh, dass Sonic erst ab der Genesis-Version rauskam. Also Sonic bei der Genesis-Version erfunden wurde. Klar, es gibt auch eine 8-Bit-Version. Aber viele denken auch, dass die 8-Bit-Version die erste war von Sonic. Was aber nicht stimmt. Bei Mario war es so, aber nicht bei Sonic. Denn Sonic 1 kam zuerst für das Sega Genesis, in Amerika ist es so, aber hier in Europa Sega Mega Drive raus. Und das war eine 16-Bit-Konsole. Quasi das gleiche wie die Super Nintendo. Einfach die Super Nintendo hatte mehr Farben drauf und bla. So. Und dann kam auch eine 8-Bit-Version raus für das Sega Game Gear. Das war die damalige Handheld-Konsole, quasi Segas Game Boy. Und für das Master System, das ist die 8-Bit-Konsole. Das Gegenstück zu dem NES. So, jetzt bin ich Game Over gegangen. Das ist ja super. So, und ich kann es auch ganz kurz demonstrieren. Wenn ich hier jetzt wieder Start drücke, dann sind wir bei wirklich Welt 1.1. Also drücke ich hier nochmal auf Reset ganz kurz. Und wähle hier das aus. So, sind eben genau dort, wo ich gesaved state hatte. Wo ich Save State gesetzt hatte. So. Und auch noch ganz wichtig, ich weiß nicht. Ah, fuck! Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin gesehen habt. Aber als ich bei der vierten Welt war, beim vierten Level der fünften Welt war, also bei der Bowser Stage, da ist offensichtlich eine Bowser Stage, habe ich mich ja extra verletzen lassen, damit ich klein bin. Und es ist immer besser, als kleiner Mario den Bowser zu bekämpfen, als großer. Das, wenn ich dann in diesem Part noch dorthin komme, dann werdet ihr auch sehen, warum. Oh, scheiße. Ich hatte gerade, ich bin jetzt eben gerade am Monitor mit meiner Game Capture HD60S und die hat ja kein Delay, deswegen muss ich halt nicht auf den Fernseher gucken. Und ich hatte gerade geguckt, wie lange die Aufnahme ist und gleichzeitig ist das Fenster wieder zugegangen. Es gibt da so ein kleines Fenster nebenbei und ich dachte, ich wäre gestorben. So. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem. Weiß nicht, okay. Ausnahmsweise. Jetzt wirklich ausnahmsweise mache ich jeden Safe State. Aber das werde ich hoffentlich nicht mal weitermachen. So, tot. Muss man wirklich im perfekten Moment springen. Doch, diese Wasserlevels bei der SNES-Version sehen auch viel schöner aus. Bin ich wirklich sehr überrascht gewesen, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte. Wow, sah das wunderschön aus. So. Doch was auch sehr Jump'n'Run, so Classic Jump'n'Run typisch ist, ist, dass hier halt alles blockartig ist. Also hier sind überall Blöcke. Es ist nichts rund, sondern wirklich Blöcke. Aber das ist auch irgendwas typisches Jump'n'Run-mäßiges. Also bei Sonic dann nicht mehr. Bei einigen SNES-Titeln auch nicht mehr. Aber hier bei Mario zum Beispiel bestand alles aus Blöcken. Alles. So, jetzt hat er auch die Fahne. Die Kommunistenfahne. Gibt ja auch die Theorie, dass Mario ein Kommunist wäre wegen der Fahne. Und auch das Spiel hat tatsächlich eine Story. Auch wenn es keine Cutscenes gibt, ja, das Spiel hat eine Story. Und zwar, wenn man die Box kauft, also wie auch jedes Spiel heutzutage, hatten auch die NES-Spiele damals eine Verpackung. Es war, waren ja Cartridges und keine CDs. Und die Verpackungen waren aus Karton, was die meisten eben weggeschmissen hatten. Was schade war. Aber auf der Rückseite des Kartons stand die Story drauf. Und zwar, dass Bowser Mushroom Kingdom, also das Pilzkönigreich, überfallen hatte, Peach entführt hatte, wie immer. Und alle Toads in Blöcke verwandelt hatten. Er hatte alle Toads in Blöcke verwandelt. Also alle, wirklich nicht nur, auch der Boden hier besteht aus Toads quasi, wir laufen über Toads.
Und jedes Mal, also jetzt nicht die Fragenzeichenblöcken, weil die machen wir ja nicht kaputt, aber diese anderen Blöcke in der Luft, die man kaputt machen kann, das sind auch Toads. Und wenn man die kaputt macht, bringt man quasi jedes Mal einen Toad um. Und Peach ist ja die Einzige, die diesen Bann brechen kann. Keine Ahnung, ob sie ihre magischen Kräfte verlernt hatte. Wobei, warum habe ich mich jetzt klein gemacht? Ich hätte auch als Feuer-Mario dorthin antreten können. Es wäre sogar leichter gewesen. Na egal. Jedenfalls. Es gibt auch die Theorie, dass Mario ein Massenmörder ist. Wow, nein! Scheiße. Okay, wir haben noch ein Leben. Eine Chance noch. Das ist super. Okay, hoffentlich. Oh Gott, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Kein Grund zur Sorge. Alter. So. Jetzt davon ist der Bowser. Ich darf hier jetzt nicht failen. Ansonsten war das Ganze hier für nichts. Okay, los geht's. Ah! Nein! Scheiße! Okay, jetzt habt ihr auch gesehen, wie scheiße ich in dem Spiel war. Also, weiter geht's dann im nächsten Part von Let's Play Super Mario Brothers.